Recht herzlich willkommen zur 11. Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. Ja, wir sind hier ein Land weiter. Ne, hier war das, da haben wir letztes Mal gemacht, jetzt sind wir hier drinne. Und das wollen wir jetzt kolonisieren. Und was ich auf der Übersichtskarte gesehen habe, ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal schon gesehen haben, aber hier sind definitiv die Franzosen angelangt. Und ja, wir brauchen jetzt den Nachbarn eigentlich, ne? Oder wie war das? Um voranzukommen. Ne, das war nicht da oben, das war hier unten. Und das ist leider kein westlicher Nachbar, der muss dann direkt an uns grenzen, auch wenn es schon hier in der Nachbarschaft ist, aber dann noch zu weit. Das bedeutet, wir müssten rein theoretisch hier hin und das da machen, aber das wird nicht gehen, weil die Kolonialreichweite wahrscheinlich sonst was ist. Unsere Kolonialreichweite ist 160. Und diese ist, steht das da irgendwo bei? Glaube nicht, oder? Eigentlich nur noch 500. Okay, das heißt, das wäre zu weit. Wir wollen aber mal gerade gucken. Das beträgt 100, ist das richtig? Das würde bedeuten, da können wir hin. Und das wären schon 221 und hier sind es tatsächlich. Das ist ja interessant, ne? 99. 232 bin ich jetzt. Interessant. Das heißt, wir können hier definitiv hin, ne? Wenn wir dann die Möglichkeit hätten, mit einem Schiff dahin zu fahren. Allerdings, wir können auch über Land laufen. Ich glaube, wir machen das so, dass wir das da abbrechen, marschieren dahin. Und hier rufen wir den zurück. Das ist jetzt noch nicht schlimm. Und marschieren dahin, ne? Oder? Also, wir müssen die Pause natürlich beenden, sonst wird das nichts. So, da kommt wieder so ein tolles Angebot. Okay, da wird gerade gekämpft unterwegs. Okay, haben wir aber gewonnen. War also nicht das Problem. Da kommen die nächsten. Okay, das Ding fällt gerade aus, sehe ich, weil wir nicht so dahin kolonisieren können. Das geht also nicht. Das heißt, wir können auch gleich da bleiben und brauchen eine ganze Weile, bis wir da oben sind. Auch schön, ne? Da kommen die Norweger um die Ecke geschippert, aber ich glaube, die sind nicht gerade so die meisten. Ideal wäre, sie landen hier oder da. Ne, da wäre ideal. Oder hier, ne? Gut. Also, irgendwann sind unsere Leute gleich down. Wir werden hier von immer mehr Eingeborenen angegriffen. Noch gewinnen wir immer. Unsere Einheiten haben Verluste erlitten. Genau so ist es. So, das ist ja hier der Kolonist, ne? Wir können mal da einmarschieren. Gibt es da noch Eingeborene? Nein, gibt es nicht. Okay, dann machen wir einfach so weiter. Hier die Küste hoch. Okay, das war die... Sag schon, Kernprovinz. Dann machen wir mal beides höher. Haben wir das bei den anderen hier drumherum auch schon gemacht? Ja, haben wir. Aber zwei ist, glaube ich, überall jetzt. Passt schon, ne? Können wir hier was bauen? Nein. Gut. Ach, wir haben doch letztes Mal noch einen dazugeholt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Redelsführer hinrichten. Und den Handwerkern. Verlieren 1 Stabilität, verlieren 34, sonst was Dukaten. Okay, machen wir. Haben wir noch Schulden? Nö, haben wir nicht. Das ist doch schon mal gut, ne?
0,64, weil wir die Provinz da erobern. Ist aber noch genug Geld, dass es plus wird. Passt also. Truppen werden jetzt auch nachgeliefert. Alles gut. Okay. 42 Kolonisten sind da drin in Connecticut. Okay. Ich glaube, wir gehen wieder eine Stufe höher. Gucken einmal gerade nach, ob irgendwer angelandet ist. Sieht nicht so aus. Ja, jetzt hier auch nicht unbedingt, ne? Würde ich sagen, oder? Ach, ich hätte Go-To machen können, aber ist jetzt egal. Na, guck mal hier, die haben sich aber auch schon vier Länder reingenommen da, ne? Okay. Franzosen haben immer noch eine Länderei. Müssen wir gucken, wie es weitergeht. Die Entfernung von Narragansett zu unserer nächstgelegenen Provinz Connecticut beträgt 13, okay. Ja, die Grünen gehen, ne? Sollten vielleicht mal einmal die Wirtschaftskarte anmachen und gucken. Ah, da haben wir interessante Sachen gemacht, ne? Nach St. Lorenz Strom leiten wir um und hier fangen wir ab, oder? Ja, 0,4 ist das. Was ist das? Ist gestorben. Gucken wir gerade, ist aber wohl nicht unser gewesen, oder? Nein. Das hier wichtiger natürlich haben. Okay, dann müssen wir da mal gucken, dass wir da reinkommen. Die Buchtkatzenbindung haben wir, ne? Okay. Okay, wir sind hier drin. Das gehört auch zu diesem Bereich hier. Den, wie hieß das Ding? St. Lorenz. St. Lorenz Wolf. Und die Chaser Paketebucht ist hier. Okay. Ärmelkanal würden wir weiterleiten. Interessant. Ja, gut. Was haben wir hier oben noch jetzt frei? Diplomaten haben wir frei. Können wir denn diplomatische Beziehungen mit den Franzosen hier pflegen? Ach, die sind hier noch am Fuß fassen. Okay. Na dann. Ruckelt ein bisschen, ne? Füllen wir die Staatssachen. Oh, dann nehmen wir aber definitiv die Stabilität. Wir haben 0 und kriegen dann plus 1. Das ist doch viel besser. Aber hier, das ist ein Ziel, was unerreicht ist, ne? Prestige. Fällt auch noch. Ja. Am freien Beraterplatz. Gucken wir mal gerade rein. Hier ist Prestige plus 1. Der kostet uns einen Taler monatlich. Hätten wir den über? Ja, hätten wir über. Ich glaube, den legen wir uns zu. Hä? Weil das mit dem... Ah, kann ich nicht feuern. Oder wir das einstellen. Ja, den möchte ich rekrutieren. Keiner gestorben. Gut. Muss sein, ne? Da unten haben wir gleich was weiter. Und wir haben erst Stufe 4 erreicht. Müssen wir noch dran arbeiten. Da unten wird es gleich eine Stufe weitergehen. Was haben wir hier noch? Achso. Stabilität, hier ist Prestige plus 50. Aber das können wir nicht machen, weil Theologe braucht man da. Also das geht nicht, ne? 50 schaffen wir gar nicht.
Jetzt können wir gerade mal gucken, ob wir irgendwo einen Tologen aufgreifen können, ne? Wo wird das stehen? Quartiermeister. Armeeorganisator. Rekrutiermeister oder sowas. Was hätten wir da noch? Navigator und das ist ein Diplomat. Okay, Schiffsbedarf wird da gemacht, auch schön. Inquisitor und Meisterprediger. Okay. Schiffsbedarf, gut. Ja, da kommt wieder eine Einladung zu einer Föderation. 10 Prestige kriegen wir dafür. Passt. 36, wow. Das ging jetzt aber viel hoch. Gut, das brauchen wir auch mal, dass es da wieder vorangeht, dass wir da mal irgendwann dieses Ziel erreichen, ne? Was machen die Franzmänner? Oh, ich glaube, sie haben es geschafft, ne? Dann können wir Diplomatie machen, ne? Beziehungsaktion, Beziehungen verbessern. Machen wir doch, oder? Militär gespart. Ah, beste Taktik für unser langsamen Bürger steht. Defensiv für 10. Dezember bis 15.48. Perfekt. Festungsverteidigung plus 20. Und hier Belagerungsfähigkeit. Ne, wir belagern ja niemanden momentan und deswegen verteidigen wir erstmal besser. Neufundlandbank, okay. Aha, schön. Die Beziehung verbessern wir, ist schon auf plus 2, das ist doch schon mal was, ne? Wie weit sind wir hier? Naja, noch nicht so weit, ne? Hier ist niemand. Mit wem sind die Franzosen denn so im Krieg und so, ne? Das sollen wir vielleicht mal gucken. Savoy und Lüttich. Avignon, okay. Und hier Waffenstelle mit Sardinien, Kleve, Provence. Endet. Verbündet? Sind die gar nicht im Krieg? Handelsblockade? Vasallen, Avignon? Staatsehe mit Avignon und Savoy? Handelsmacht wird erhalten von Sand? Verbündet? Mit niemandem im Krieg? Ist ja voll langweilig, ne? So, was haben wir hier? Haben die Götter uns verlassen? Ja, super. Eins der da kommen die Pocken. Pocken, Pocken und nochmal Pocken. Gut, haben wir Pech gehabt. Geht nicht anders. Können wir nicht ändern. Europäische Kacke kommt darüber. Gut. Oh, guck mal, das zweite Land haben sie auch schon erreicht. Oder machen das jetzt. Gut, dann müssen wir aufpassen, dass die uns nicht alles wegnehmen. Müssen wir die irgendwie so einkreisen, ne? Warte mal hier, das würde bedeuten, automatisch speichern. Wir müssten hier jetzt hier eine Grenze ziehen, ne? Sollte man überlegen. Die Küstenregionen vernachlässigen.
Da. Da, da, da. Und dann da hoch. Ich glaube, da können sie sowieso nicht. Das würde bedeuten, wir müssen nur 1, 2, 3, 4 Länder machen. Dann ist es hier abgegrenzt, oder? Sollten wir vielleicht tun. Macht Sinn. Gut, haben wir noch was zu tun, ja. Können hier investieren. Okay. Ein Mann in unseren Diensten ist gestorben. Ist aber nicht bei uns. Gut. 444 haben wir jetzt. Stabilität plus 1. Erhalte ein Grundsteuer. Nee, ich nehme die Stabilität. Dann sind wir bei 2. Das ist besser. Ja, da müssen wir mal gerade hier reingucken. Können wir da schon was ändern? Nee, Vorlage erstellen wollte ich nicht. Indianische Bogenschützen. Sieht nicht so aus, dass da jetzt was... Schiffe haben wir auch nicht geschafft. Schade. Geht's noch weiter runter? Ja, aber wir haben überall 2. Gut, was steht hier? 100. Abberufen. Okay, die sind noch da. Freier Beraterplatz ist auch klar. Prestige wächst weiter, das ist auch super wichtig. Was machen die Finanzen? Sind noch plus. Achso, haben wir noch einen... Vertue ich mich da jetzt? Und 2 Händler verfügbar. Verstehe ich jetzt nicht. Ne, wir wollen nicht beitreten. Immer noch nicht. Da können wir was bauen. Truppenlimit. Diplomatisches Geschick, lokale Gesellschaftsfähigkeit, 4-Level. Steuermodifikator ist natürlich nicht schlecht, ne? Produktionseffizienz steigert sich da. Also ich bin hier für den Steuermodifikator. Da geht nichts mehr, ne? Und da sind wir auch schon voll ausgebaut, oder wie sehe ich das? Verbleibende Bauplätze, 0. Lass uns gerade das beenden. 12 ist das höchste, ne? Machen wir da rein. Fertig. Ja, da müssen wir Geld verlieren. Ist egal, müssen wir Kredit aufnehmen wahrscheinlich. Aber den kriegen wir schon zurückbezahlt. Aber Stabilität wollte ich jetzt nicht verlieren. Ja. Kastil noch nicht entdeckt. Moskau noch nicht entdeckt. Ach, das ist Frankreich, okay. Unser Land sieht so aus. Wir haben nur Rouen, die gegen uns sind. Ah, da waren die Franzosen schon, habt ihr gesehen? Die marschierten hier gerade schon durch die Ecke. Das so richtig ist.
8 Einheiten waren das, glaube. Gefährlich. Vielleicht sollten wir nochmal hingehen und gucken, was wir mit denen zusammen veranstalten können, ne? Bündnis wollen sie nicht. Einflussaktionen können wir auch nichts mehr machen. Beziehungen haben wir schon verbessert. Wohl wird schon wieder gehen, machen wir auch. Staatsehe wollen sie nicht. Wäre vielleicht auch ein bisschen viel schon, ne? Geheimdienstaktionen. Nö. Okay, Handels... Nö. Was haben wir denn noch? Wirtschaftsaktionen hatten wir schon, naja. Und Zugangsaktionen. Und Militärzugang. Ja, können wir machen, aber was bringt das uns? So, hier. Okay, lassen wir da. Oh, da ist tatsächlich einer von uns gestorben. Moral der Flotten, kolonial Reichweite können wir erhöhen, bessere Beziehungen. Kosten tun sie alle gleich. Nimm den. Okay, das war woanders. Okay, da ist Connecticut dran. Würde ich mal sagen, gehen wir jetzt dahin. Erhalte 37,90 und erhalten 50 administrative Macht. Ich glaube, dann nehmen wir das. Und hier senden wir den Kolonisten hin. Ist das? Normaler Winter, okay. Läuft, ne? Was können wir machen? Finanzinstrumente. Okay, machen wir. Da geht's gleich auch weiter. Wir sind noch an der Technologien da. Ah, die Stufe 5. Nein, wollen wir nicht. Machen wir das zweite, weil ich das Prestige haben will. Da haben wir nämlich unser Dingens erreicht. Die Mission erfüllt. Gut. Stufe 4 sind wir noch. Mission, gibt's was Neues dann? Schutz vor Huron. Armee verstärken. Okay. Diese Beziehung mit... Ja, das schaffen wir doch. Das ist doch wohl nicht das Schwierigste, oder? Was geht hier ab? Ne, wir müssen aber... ne, die waren es nicht. Die... schon wieder abspeichern. So, da müssen wir die Beziehung verbessern. Gut, was haben wir hier? Keine Föderationswünsche. Gut. Verbessern sich. Nochmal hier hin. Was war das Ergebnis? Ein Darlehen wird bald fällig. Das können wir auch tilgen. Okay, weg ist es. Da ist gut. Achso, wir müssen noch gerade hier reinschauen. Das können wir gleich schaffen.
Diplomatisches Geschick wird dann besser, okay. Gut. Läuft. Kriegen wir gleich noch hin, ne? Ja, wächst. Alles kein Problem. So. Ist noch wer hier angelandet? Nein, es sind nur die Franzosen zurzeit da. Und die breiten sich noch nicht aus. Okay, da gibt's Getreide hier oben. Wie weit sind wir? Okay, das dauert noch. Kriegen wir aber hin. Gut. Erlangt Händler. Okay. Ein weiterer Händler ist dann da, oder? Können wir mal die Handelskarte aufrufen? Und... Schrecklich. Schon wieder Pockenseuche. Kann man auch nicht ändern. Ist halt so. Ist keiner von uns? Nein. So, dann müssen wir irgendwo noch einen hinschicken. Händler. Gucken wir mal gerade rein. Das machen wir schon. Handel abschöpfen. Da oben haben wir auch einen. Gehen wir mal hier in die Handelskarte. Und, ja, Ohio. Setzen wir da einen hin, oder? Okay, hier stehen, zwei Händler sind verfügbar. 0 oder 2, ne, wir haben keinen Händler dazu gekriegt. Verstehe ich jetzt nicht. Naja, muss man auch nicht verstehen. Gut. Ja. Nochmal rein. Hier, so sieht's aus. Ich gehe mal noch ein bisschen raus. Franzosen sind da. Ich glaube, sonst ist keiner da. Oh, doch, Spanier ist da. Okay. Müssen wir aufpassen. Wie das weitergeht, ne? Gut, aber jetzt würde ich erstmal sagen, soll's reichen für die Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.